Hallo Freunde der kleinen Spuren. Diesmal ein kleines Unboxing, was aber in keiner Weise was mit Modellbahn zu tun hat, sondern das sind Modellautos, beziehungsweise ist auch ein sehr, sehr altes Buch mit dabei. Das Buch ist von 1927, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich habe bei der Online-Aktion von Automobilia Ladenburg teilgenommen. Und das ist im Prinzip ja, die Ausbeute, was ich dort ersteigert habe. Das sind die Automodelle, sind großteils, und nein, es sind alles Ferrari-Modelle. Und ja, ich konnte da irgendwie nicht widerstehen. Konnte da nicht so widerstehen. Das ist ein Testarossa, der hat irgendwie noch Instrumente hinten drauf. Fand ich ganz witzig. Das ist ein relativ altes Ferrari-Modell, ich aus den 50er-60er, also Ende 50, Anfang 60er. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Vorbild das ist. Das könnten 250 GTO oder sowas in der Richtung sein. Dann haben wir hier auch nochmal, das dürfte auch ein 250er sein. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht so ganz sicher. Und dann der ferngesteuerte 512. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Das ist auch noch zugeklebt. Genau, da ist auch nochmal ein Blech-Ferrari drin. Ja, ich fand das ganz witzig. Und das war ja jetzt auch nicht allzu teuer. Ich habe da schon deutlich mehr Geld ausgegeben bei Automobilia Ladenburg. Da gibt es wieder im Dezember, das ist diesmal dann keine Online-Aktion, kann man Vorgebote abgeben, mal gucken, was es da Interessantes gibt. Am liebsten ersteigere ich alte Bücher, die so um 1900, 1920 bis in die 1950er Jahre sind. Das finde ich immer recht interessant, weil mich das ganze Thema Automobil hat auch sehr interessiert. Also die alten Autos, nicht die neuen, neue Autos. Ja. Also mein Auto, das ich im Alltag fahre, ist auch nicht mehr neu. Und ja, von daher habe ich eher so ein Faible für alte Autos, für Oldtimer, Youngtimer. Und ja, das ist so mein Favorit. Gut, ja, das soll es erstmal für heute wieder gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich auf Kommentare, Kritik und auch wieder auf neue Abonnenten. Und wünsche euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.